Ah, es fehlt also der Pilot. Genau, und jetzt kommt's. Der Pilot, und dann machen wir den mal ganz schnell. Pilot, Pilot, Pilot. Und dann können wir sozusagen richtig anfangen. Ja, dann wird's spannend. Also, mir gefällt das Spiel schon von der Aufmachung geil. Und ich bin ja sowieso so ein Zeppelin-Fanatiker. Na, ist doch schon mal alles klasse. Ach, stimmt ja, so ging's hoch und runter. Muss auch gerade noch mal so einen ganz kleinen TK So, machen. wir haben E-Release to Helm. Aha, wollen wir nochmal gucken? Das ist das da, okay. WASD. Jo, eigentlich. Boah, das ist ganz einfach Steuerung. Oh, die Geräusche sind so geil. Oh, die Geräusche sind so geil. Klingt so, als würdest du es noch nicht bereuen, das Spiel gekauft zu haben. Ich finde auch dieses Flackern im Bild so geil, dass jetzt so, so, weißt du, diese Körnung und diese Streifen, ne? Die finde ich so hammergeil. So, wie werde ich eigentlich schneller? R to set throttle, okay. Ah, okay. Ah, volle Kraft voraus. Ja, es ist die Art von Steuerung, die ich auch bei meinem Projekt von einer Weile vorhatte. Als Stufenschaltung von Geschwindigkeit. Oh, Stufenschaltung von Geschwindigkeit. Oder Schub gibt sich ja besser rein. So, ich glaube, ich habe meine Motoren hier schon ein bisschen leicht überfordert, weil ich gleich auf volle Kraft gegangen bin. Boah, das sollte die nicht stören. Je nach Map kann es aber sein, dass andere Sachen da durchaus störend sind. Ach so, weil hier irgendwelche Motorenanzeigen gerade hier an der Seite ist. Was bestimmt auf der Hindenburg? Ja, man könnte schon fast behaupten, dass ich schon auf der Hindenburg war. Nee, mein Traum ist es ja irgendwann mal, das ist so mein Träumchen, dass ich gerne mal wirklich mit einem Zeppelin unter sein würde. Und es gibt ja halt die Möglichkeit, zum Beispiel in Bayern. Nur der Preis, der ist halt, naja, nicht gerade für meine Berufsklasse geeignet. Um das mal so zu sagen. Aber die Steuerung geht eigentlich ganz gut von der Hand. Hat so ein bisschen was vom Bussimulator 16. Interessant und verstörend. Ach, ich muss schneller sein. Halt, rückwärts die Motoren, sonst crashen wir da. Nicht so schön, halt, halt. So. Ich habe noch einen weiteren Map-Counter. Wo ist denn der? Theoretischerweise muss es in der Richtung sein. Ich guck mal nach der Karte. Nee, wir müssen da durch sogar. Ach du Scheibenkleister. Ah, zurück halt. Motoren halt. M wie Map. Ja, habe ich schon gerade gefunden. Das ist ja wieder mal hammergeil. So, dann können wir ja doch mal ein bisschen Gas raufgeben. Mal gucken, was sich hier treibt. Bringt das Schiff hier ein bisschen in Probleme. Ja, die üblichen Probleme beim Schiffen. Kennst du die üblichen Probleme beim Schiffen? Das klingt wieder ein bisschen verkehrt. Ja, jetzt setzt er mich wieder zurück natürlich. So, okay. Spielt ihr dann wenigstens ein Gegeneinander? Ne, wir versuchen in ein Team zu spielen gegen andere. Ja, es wäre ein bisschen unfair, wenn ich gegen ihn 1-1 spielen würde. Jemand, der es gerade erst lernt und jemand, der es halt auf Beta gespielt hat. Oh ja. Meine, ich bin bestimmt nicht der Vollpro, aber Boah, du bist sowas von super. Erfahrung gegen keine Erfahrung ist dann doch eine einseitige Sache. Ja, das wird ein bisschen öde dann nachher. So. Müssen wir mal gucken, wo ich genau hin muss. Das heißt, der Weg sieht schon gut aus. Wir müssen wohl hier da zu dem Ballon hin. Zerstöre meine Engines. Ich zerstöre Ah! Okay.
Oh, sehr präpariert. Ja, reparier wieder meine Engine. Oha, oha, oha. Und ich habe einmal gesagt, ich wische gerne bitte aus dem Motor. So, jetzt so hier. Ich wollte mal immer einen Zeppelin-Simulator haben. Jetzt sind wir der Sache schon sehr nah dran, ne? Hallöchen, Gronk-Fan. Herzlich willkommen. So, jetzt versuchen wir mal hier ein bisschen ranzukommen. Wow, wow. So, jetzt gehe ich mal volle Speed hier rauf. Genau. Use Q to pointing the target over the mark. Mal sehen, was da passiert. Ich drücke Q, aber keine Ahnung. Wird schon alles richtig sein. Wenn du jetzt Q öffnest, du ein Hilfefenster. Mhm, mhm, mhm. Ich hab schon mein Schiff kaputt gehen lassen. Ah, ich socke, ey. Warte mal. Baller mal an dahin. Na? Ballert ihr jetzt oder ballert ihr nicht? Ihr müsst ja theoretischerweise die jetzt anballern. Die wollen die ballern. Wow, ich bin so weit raus, dass ich ganz vergessen habe, wo auf dem Schiff die Seite ist, wo es nicht schießt. Jo, hier ist alles klar. Ich versuche gerade halt nur ein bisschen Zeppelin-gerecht hier zu steuern. Ach, ich muss wohl das Target pointen. Wartet mal. Das ging ja mit diesen, ihr wisst schon. Naja, Dings halt. Ach, ich habe gar kein Fernglas als Captain. Hä? Du musst das als... Ein Fernglas ist eine Art Sache, die du mitnimmst. Und wahrscheinlich hast du per Default das nicht dabei. Ach so. Captain macht das auch nicht. Du hast gar keine Zeit als Captain, das zu tun. War, wie soll ich die jetzt denn dann pointen? Ich soll jetzt Use Key. While pointing. Ah, okay, jetzt habe ich's. Ich muss mit dem Mauszeiger drauf zeigen. Mit dem. Ah. Da soll man natürlich drauf kommen. Gut, die sind jetzt in Ordnung. Ich soll jetzt, ja, wir machen mal Attack. Aha, jetzt greifen sie da Ziele an. Und F3 wäre Repair und, ja, kriegen wir hin. Jetzt ballern sie alle schön fleißig drauf. Die brauchen ganz schön lange. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit weg, wa? Wir müssen ein bisschen näher ran, damit die dann Chancen haben, besser aufzuballern. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Ja. Also hier kann ich dann auch wieder mit der Shift-Taste machen. Gut, machen wir das mal. Wir machen mal volle Speed. Wir gucken mal, was das Ding drauf hat. Und jetzt, oh, jetzt zündet das Ding richtig. Guck mal, wie das Ding hier vibriert. Ja. Das nennt man Good Vibrations. Und dann auch nochmal rückwärts zum Bremsen. Jo. Ja, also es, wenn man hier steuert, muss man auch schon echt eine Menge achten. Das ist echt schon der Hammer. Ja, die Schiffe bremsen alles nur, weil du den Schub weggenommen hast. Die werden zwar langsamer und haben auch einen gewissen Drag, aber letztlich musst du Gegenschub geben. So, jetzt sind sie ja an Reparieren oder sowas. Ich lande mal auf dem Boden. Oh, das geht ruhig. Auf dem Boden der Tatsachen? Wenn man tief genug fliegt, kann man runterspringen. Und berührt tatsächlich den Boden, oder ist sofort hochgeportet.
So, jetzt müssen wir wieder da durchschnuddeln. Da zählt er jetzt die Zeit sozusagen vorwärts. Das ist besser als rückwärts. So, schön hier rein. Genau. So, was ist los? Was will er jetzt machen oder nicht machen? Knutschen fast den Boden. Müssen wir dahinter irgendwo? Sieht fast so aus, dass wir dahinter müssen. Was sagt denn die Karte? Ja, wir müssen dahinter. Na, tolle Nummer. Wow. Ich mag die Geräusche. Die Geräusche sind geil. Ich bin ja so ein bisschen Geräuschfetischist. Ja, ich mag gute Geräusche. Ich mag auch so kleine Item-Gegenstände, wenn sie schön gemacht wurden, wisst ihr? Die müssen auch nicht mal Sinn ergeben, die müssen einfach nur nett aussehen. Aha. Ja, wenn ich so ein Spiel spiele und da haben sie schöne Items und die Geräusche sind schön, dann ist schon eine gute Miete. Ne? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt HD-Grafik. HD-Grafik muss das nicht sein, ne? So, ich denke, meine Goldwertung werde ich aber als Captain nicht hinkriegen. Anscheinend scheine ich nur als Gunner was eher zu taugen. Meiner Meinung nach ist der Gunner und der Captain ziemlich das Wichtigste auf dem Schiff. Die beiden müssen tatsächlich zusammenarbeiten, damit das Schiff eine Runde fliegt. Lass mich raten, hast auch SWG gespielt? Auf jeden Fall habe ich SWG gespielt. SWG, wenn das Leute überhaupt das Spiel noch kennen. Oh ja, natürlich, SWG ist das Spiel überhaupt. Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Doch, doch. Na? Ich muss wieder ran hier. So, Mensch. So, ballert mal den bitte da ab. Oh. Bitte ballert den ab. Ich muss auf die richtige Höhe kommen anscheinend. Ja, ich versteh's schon. So. Ah, den habe ich. So, hier war doch irgendwo noch ein zweites Target, wenn ich das in Erinnerung habe. Was macht die Karte? Ja, wir müssen irgendwo dahinter. Ich geh mal runter hier von der Ding. Warte mal, wo haben wir denn hier gehabt? Zweites Target. Hallo? Zweites Target? Wo sind Sie? Wir gewinnen irgendwie weiter an Höhe, ob ich gar nicht mal am Steuer bin. Ja. Gut, wir müssen noch mal ein bisschen runter. Und was ist anders? Irgendwas ist anders? Gab's denn Patch? Natürlich gab's Patch. Ich habe das ewig schon nicht mehr gespielt. Oh, wir haben ein leichtes Steuerungsproblem hier. Wenn ich wüsste, wie jetzt der Flammenwerfer aussieht mit der Entfernung. Na? Irgendwas klappt jetzt gerade nicht. Bitte! Ich bin schon am Versagen hier in den Tutorial. Warte mal. F3 war doch Repairen, wa? Nee, doch. Ich drücke gerade 3. Ach, das ist mal. Verstehe. Ist alles repariert oder nicht? Ah, jetzt können wir wieder lenken. Okay. Ah, anscheinend haben sie jetzt sie abgeballert. Da ist die Zeit. 272 Sekunden und 0,8 sowieso. Ja, wow, tolles Ding. So, Training complete. Gut. Ja, da haben wir keine Medaille. Ja, anscheinend liegt uns wirklich mehr der Gunner. Also zumindest jetzt gerade. Kann sich natürlich mit der Zeit auch ändern. Man weiß es nicht.
dann gehen wir mal in die Lobby zurück. Da sind wir in der Lobby. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns jetzt gleich sozusagen ja in einem echten Spiel, wa? Otti? Das wäre zumindest der Plan, würde ich sagen. Das wäre der Plan, wa? Ja. War?